Wann haben Sie sich zuletzt über aktuelle präventive Förderprogramme Ihrer Krankenkasse informiert? Ein Blick in aktuelle Programme könnte sich lohnen, denn im ambulanten Zentrum am Werkweg 1 wird seit kurzem ein digitaler und personalisierter Gerätezirkel angeboten, den die meisten Kassen übernehmen. Marco Hocke ist leitender Physiotherapeut und stolz auf das neue, zeitgemäße Angebot. Zudem weiß er, dass sich die neuen digitalen Geräte sinnvoll zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen. 9 Stationen sind es insgesamt. Es umfasst einen Crosstrainer, 2 Fahrradergometer und dann 6 Kraftstationen zum Muskelaufbautraining von den Hauptmuskelgruppen unseres Körpers. Das betrifft also die Beinmuskulatur, die Schultergürtelmuskulatur und die Rumpfmuskulatur, sodass die Patienten eigentlich allround dort trainieren können. Aber nicht nur für Patienten ist dieser Zirkel gedacht. Jeder, der vorbeugendes Fitness-, Kraft- oder Aufbautraining betreiben und fördern will, ist willkommen. Die Geräte mit kraftvollen Namen wie Squat Press oder Back Pull sind zudem medizinisch zugelassen und machen daher zielführende Therapien möglich und das mit elektronischer Unterstützung und digitaler Kontrolle. Über ein ausgeklügeltes Ampelsystem kann der Patient oder auch jeder präventive Nutzer bei jeder Einheit an jedem der Geräte selbst kontrollieren, ob er im optimalen Bereich und mit angemessenem dosierten Krafteinsatz trainiert. Eingeführt in diese Geräte werden sie durch einen qualifizierten Therapeuten. Später übernimmt dann der personalisierte, digitale Fitnesstrainer und erwartet ihre Registrierung per Chip am jeweiligen Gerät. Dabei werden die bisher gesammelten Trainingsdaten eingelesen und das entsprechende Trainingsprogramm startet automatisch. In der Präventionsdatenbank der Krankenkassen sind hierzu 2 Kurse für diesen digitalen Gerätezirkel hinterlegt. Einer für Herz-Kreislauf und der zweite für Kraft-Ausdauertraining. Wer dann 20 Trainingseinheiten gegenüber seiner Krankenkasse nachweisen kann, bekommt in der Regel die Gebühren erstattet.